Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück. Das, was ihr gleich sehen werdet, ist das, was ihr im Titel auch seht. Wir haben gestern im Livestream und es wird jetzt ein neuer Kanal, ein Zweitkanal für euch existieren. Da könnt ihr jetzt schon gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Ich werde hier auf dem Hauptkanal weiterhin meinen hauptsächlichen Content bringen und auf dem Zweitkanal werde ich euch Stream-Highlights hochladen, Reaction-Videos, Real-Talks, all solche Sachen, die für mich auf dem Hauptkanal eigentlich keinen Platz haben. Das, was ihr jetzt gleich seht, Leute, ist für mich der ganz klare Beweis, dass Skill-Based Matchmaking aus dem nagelneuen Modus, der meiner Meinung nach dieses ganze Game gerettet hat und dieses ganze Game auf ein ganz anderes Level bringt, dass es dort nicht vorhanden ist. Wir haben euch das zusammengeschnitten, ihr könnt euch das gerne angucken, es ist absolut heftig. Der neue Modus, aufgeputscht, cranked, Stellung, wie man es nennen möchte, muss in dem Game bleiben. Ich schwöre es euch, in diesem Modus habe ich einen Spaß, den ich seit Jahren in Call of Duty nicht mehr hatte. Habt ganz viel Spaß mit dem Video, es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin raus. Kuss. Oder so. 14. Gutes Ding. 15. 16. 17. Ey, jetzt klaut mir nicht die wichtigsten. 18. Spawn-Flip hier. Das war ein perfekter Hater. Wo zur Hölle ist er? So. Wieso kann ich den Harp nicht rufen? Warum kann ich den Harp nicht rufen? Ich will den Harp rufen. 13. Ich hab einen Harp, ich bin auf 13. Ist alles in Ordnung, Sheppy. Ist alles in Ordnung bei dir. Nur keinen zu nah rankommen lassen. 14. Unten meiner. Nicht meiner. 15. 17. Nächster Hater. 17. 18. Nicht 19. 19. 19. Richtig schönes Tempo. Wo zur Hölle? Da. Oh, Digga. Zwanzig, das war mir eigentlich zu knapp. Liebes YouTube, und dafür dürft ihr Sub da lassen, Abo da lassen, Like da lassen, alles Mögliche. Mein Gott, ist das geil. Warte, Ronny hat auch eine geschafft. Ronny, Digga.
Ronny, Digga. Das waren 23, 2 Assists, 10 als ein Kill. ohne Aim Assist gespielt hab, ne? Ich hab nicht den Hauch einer Chance. Selbst auf nur gegen PlayStation. Ohne Aim Assist kann ich nicht zielen. Ich kann's überhaupt nicht. Ja, aber das ist auch, ganz ehrlich, ich hab's ja selbst auch mal öfters versucht, mit dem Controller zu spielen, so Just for Fun ist. Ihr denkt, ich wäre ein Bot. Ich wär wirklich ein Bot. Spieltechnisch. Ich sag's ganz ehrlich, Crossplay ist halt wirklich eigentlich für uns PCler die Rettung von COD. Ja, eure COD-Games waren in der Regel ja meistens tot, ne? Nicht direkt, aber wir haben halt noch Lobbys gefunden. Aber es war teilweise auch so, ich habe, wenn ich Nuketown only gesucht habe im BO4. Ich bin auf der 17er Streak. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich mach noch eine. Ich hab sie! Hör auf! GG. Also ich kann halt sagen, es ist auf dem PC so gewesen. Du konntest eigentlich zu 90%. Euch ist ja generell, wie du sagst, komplett die Rettung. Jetzt müsste Activision es halt einfach nur noch hinkriegen, ein vernünftiges Anti-Cheat reinzubringen. Dann wäre alles gut. Ich bin richtig froh darüber, dass wir halt auch mit Consolemo spielen können. Ich habe so coole Leute durch Crossplay kennengelernt, mit denen ich spiele. Das ist. Glaube ich dir. Leute, ich mach noch eine. Wisst ihr was? Ich mach einfach noch eine. kann ich zwei machen? Ja. Acht? Ich hatte heute einen YouTuber, der hat das. Neun. Elf. Zwölf. Oh, Glück gehabt. Wie viel habe ich? 13 oder so? 14? Der Feind hat die Stellung. 15? Ich mache jetzt hier ernsthaft zwei Leute. 16? Lass mir die. Hier ist einer. Hier ist noch einer. 18? Sorry. Alles gut. Ich habe noch Zeit.